Meine lieben Freunde, wir müssen reden, und zwar über zwei junge Männer, die einen Podcast rausbringen, der Die Deutschen heißt. Dass die beiden nun Migrationshintergrund haben, ist das eine. Dass sie aber auf dem Nacken der Deutschen einen Podcast genau so nennen und darin das übelste, provozierendste, asozialste Verhalten an den Tag legen, zeigt zwei Dinge. Über guten Geschmack kann man streiten und muss man streiten, aber das zweite ist, es gibt ein Millionenpublikum in Deutschland, die solchen Krawallhannissen zujubeln. Das ist das Thema, das mich interessiert, unabhängig davon, dass die beiden die Auslöser dieser grausamen Witze über unsere Behinderten waren. Ja, es ist im Moment wirklich spannend, was sich so im medialen Deutschland tut und dass man hier mittlerweile auf der einen Seite das Woke-Lager hat, die sich über alles aufregen und jeden, die am liebsten das regenbogenpupsende Einhorn zum neuen deutschen Wappentier machen würden. Und auf der anderen Seite gibt es eben jene Shisha-Jünger, die dem Tollerhonk-Lager zugeordnet werden können. Ihr wisst, Tollerhonks, das sind die Proletendeutschen, die mit Gucci gefälschten Taschen, mit Louis Vuitton-Imitationen und Blattgold verziertem Geschmeide um den Hals rappend vor der Kamera stehen. Das sind all jene, die es nicht geschafft haben, in unserem regulären Wertesystem sich über Fleiß, Ausdauer, systematisch und strukturiert zu einem vernünftig integrierten Leben heraufzuarbeiten, sondern die nach wie vor glauben, im Sinne eines krawalligen, krakeligen, humoristischen Comedian oder Musiker sozusagen auf Lucky Punch. Lucky Punch, die Bezeichnung für den glücklichen Schlag nach dem Motto, ich muss ja nichts ordentlich können, ich muss nur Glück haben, vielleicht lande ich einen Hit oder vielleicht mag ja wirklich ein genügend großer Anteil der Bevölkerung meinen proletenhaften Humor. Und sie bezeichnen sich selber ja als asozial. Das ist in dem, was der eine sogar seinen Lebenslauf nennt, deutlich nachzulesen. Und für mich ist das der Punkt, über den ich mit euch jetzt an dieser Stelle wirklich diskutieren möchte. Deswegen schreibt mir da bitte auch eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht bin ich wirklich ein alter weißer Mann, dem das Ganze einfach ein wenig zu weit geht. Und es geht nicht darum, dass ich meinen Vorgarten, der peinlich genau geschnitten ist, was er nicht ist, nicht meine Jägerzaunhälfte des Doppelhauses, dass ich die bewahren will vor solchen Nachbarn. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde es durchaus bereichernd, wenn Qualitäten unterschiedliche Facetten haben. Qualitäten, Werte. Dass man hier in jedweder Art und Weise Individuen unterstützen sollte, die bereit sind, in ihre Leistungswilligkeit und in ihre Leistungsfähigkeit zu investieren, finde ich genial. Aber, und dieses Aber ist für mich jetzt eine der wesentlichsten und wichtigsten Unterscheidungsmerkmale. Wenn ich aus Provokationsgründen, weil was anderes kann es ja nicht sein, denn der deutschen Sprache sind die beiden auch nur in dem Stil mächtig, wie wir es mittlerweile von dem Türkdeutsch kennen. Das heißt, der eine ist schon 40 und macht auf Krawall Jugendlicher. Warum? Sie bedienen eine Klientel, die sich dazu fast einpullert, wenn sie die Shisha-Bar dazu missbraucht, um diese Podcasts zu hören. Warum? Weil es so ist, weil es schick ist, weil es modern ist, weil man mittlerweile mit etwas in die 20% eine durchaus wahrnehmbare Größe in Deutschland darstellt. Und das ist für mich eine der Schattenseiten der Migration. Nämlich nicht, dass wir vielfältiger werden, sondern dass eine solche Subkultur damit Raum bekommt. Minderleistung, mindere Qualität, Scherze, die so schlecht sind. Und das ist der Punkt. Gut gemachte Satire. Chapeau, gut gemachter Humor ist eine Form wie Literatur, dass die feine Klinge hier dazu führt, dass man subtile Witze anerkennt, die auf intellektueller Leistung basiert, aber eben nicht, dass man sagt, man schmeißt jemanden ohne Arme und Beine ins Wasser und sieht ihm beim Ertrinken zu, hoho, jetzt haben wir aber gelacht. Und dann sagt, ja, war ja nicht so gemeint. Und es dann als Satire verkauft, was es nicht ist, weil Satire funktioniert nun mal anders. Man sollte also auch solche Begriffe wie Satire nicht in den Mund nehmen, wenn man nicht weiß, was sie bedeuten. Aber was besonders perfide war, die beiden Jungs sind nun, nachdem ihre Show völlig in die Hose gegangen ist und sie das Pech hatten, mit Luke Mockridge jemanden dabei zu haben, der hier schon, ich sag mal, auf Bewährung vorgetanzt hat. Wenn man sie dann anzählt von Seiten von Behinderten, die hier einfach das Recht haben, persönlich zu sagen, du, wir finden das da, was du da tust, suboptimal und wir finden das scheiße, was ihr da gemacht habt, dass man die dann angreift und sagt, die könnten sich das Urteil nicht erlauben und man würde jetzt Karrieren kaputt machen, man würde hier auf ihrem Nacken versuchen, Reichweite zu machen. Was machen sie denn die ganze Zeit? Sie sind doch da auf Krawall gebürstet, weil Krawall ist das, Provokation ist das, was für sie das Unternehmenskonzept darstellt.
Das hast du aber schon früher gehabt, weil gerade im Bereich der Comedians, und zwar der Comedians, die so in der zweiten oder dritten Generation nachgekommen sind, wo es nicht um die scharfsinnige politische Satire geht, sondern einfach nur um den Vorschlaghammer, die Abrissbirne der deutschen Kultur, wo ich einfach hingehe und sage, ich muss krawallig genug sein, um genau jene Proleten eindimensionaler Natur, die maximal limitiert sind, aber sich in Deutschland aufhalten und sich beim Bedarfsfall eben über ihre Gesellschaftskollegen, die ordentlich und geregelt ihrem Lebensablauf nachgehen, sich lustig machen, die zu bedienen. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt aufgezeigt bekomme, dass meine Bubble, diese kleine Bubble der Talahans, die wir geduldet akzeptieren, weil sie mittlerweile eine kritische Masse darstellen, und solange sie in ihrer Bubble, in ihrer Echokammer bleiben und es hier zu ganz, ganz wenigen Schnittpunkten kommt, sei es drum, so funktioniert Gesellschaft. So hat das auch übrigens in dem gerne immer als Melting Pot dargestellten USA-Stadtvierteln. Warum gibt es da ein Little Italy? Warum gibt es da ein Chinatown? Warum haben die ihre Iren und ihre Polenviertel? Ganz einfach, weil man hier ein geordnetes kleines Abbild ihrer Heimat geschaffen hat. Und so haben wir das mittlerweile in Deutschland nun in Anführungszeichen leider auch. Das ist insoweit noch okay, dass ich sage, wer hier eine türkische, eine syrische, eine afghanische Lebenskultur frönen will, der soll das genau in diesen Vierteln tun. Ja, ich bin ein Freund von diesen Ghettos, ganz ehrlich. Man muss da keine Zäune drum machen, solange sie da drin bleiben, ist das wunderbar. Ich rede mich gerade nicht in Rage, sondern ich möchte euch eins klar machen. Missverständnisse und Ärgernisse gibt es nämlich dann, wenn diese kulturell anders sozialisierten Menschen, zum Beispiel im Freibad oder wie hier im Freiraum der sozialen Medien aufeinander treffen. Ja, nennt mich rechts. Ich bin es. Das ist ein offenes Geheimnis und das ist für mich kein Schimpfwort. Rechts der Mitte verorte ich meine geistige, kulturelle und politische Heimat. Für mich gibt es Werte, die erstrebenswert sind und dazu gehört eben auch Respekt. Und wenn ich jetzt hier respektlos klinge, dann deswegen, weil Respekt muss man sich verdienen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Mir war das wichtig, an dieser Stelle einfach mal Flagge zu zeigen. Denn ganz ehrlich, man muss sich nicht mit Begeisterung erst in den Hintern treten und dann an den Nasenring durch die Manege führen lassen. Nicht von solchen Jungs, die hierher kommen, einen Podcast machen, den sie die Deutschen nennen und das Ganze nur als Persiflage auflegen, weil sie ja Teil der deutschen Kultur sind. Das bin ich auch. Und vielleicht war das alles nur Satire. Wer weiß. In diesem Sinne, jetzt noch einmal für euch Rechtsempfinden, der Song, der für mich das Leben in Deutschland in einer sehr, sehr guten Art und Weise nachzeichnet. Deswegen haben wir ihn produziert, für euch da draußen. Ciao for now, euer Chris. Einst ein Land der Vielfalt, Wohn und Meinungen verstummen, muss es jetzt Stimmen geben, die auf Traditionen bauen. Familie, Sicherheit, das Herz der Heimat tief. Deutsche Werte, die uns tragen, sind es, woran ich glaub und lieb. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimatliebe für den Ort der Wiege, klare Kante gegen allzu linke Triebe. Ein Gleichgewicht der Kräfte für unser Land so klar und sicher. Deutschland. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit dem Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Sicherheit und Ordnung, das Fundament der Zeit. Ein Ort, wo Kinder wachsen in Geborgenheit. Wo man die Heimat schätzt, mit dem Mut Grenzen zu bauen. Respekt vor allen Kulturen, doch auf Vorsicht vertrauen. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimatliebe für den Ort der Wiege, klare Kante gegen allzu linke Triebe. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit dem Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Nicht extrem, doch klar und fest, so werden wir immer stehen.
Für die Werte, die uns einen in die Zukunft gehen. Ein starkes Land, ein freies Land, das ist unser Ziel. Im Herzen von Europa, doch nicht völlig fremdbestimmt. Mit einem Selbstwert, den uns niemand nimmt. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit dem Herzen stark und frei. In der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Rechtsempfinden, unser Kompass, unser Licht. Für das Land, das wir lieben, für die Heimat, die uns schützt. In der Einheit, in der Vielfalt, finden wir den Weg. Demokratie in der Balance, das sind wir mit dabei. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.